Servus zu einer neuen Aufnahme Anno 1800, zusammen wieder mit dem Jens. Hallo! Im Gemeinschaftsprojekt natürlich. Er kümmert sich um die Hauptsiedlung, ich um die kleine Auswärtssiedlung. Und nichts Besonderes. Ich bereite alles für die Expo vor, oder wie es auch immer heißt, Weltausstellung heißt es ja noch. Weltausstellung, genau. Expo ist ja nur der neue Name. Dann starten wir das Spiel. So, wo muss ich denn hin? Wo wollte ich? Wieder mit der Maus auskennen. Hilfe. Hier könnte ich nicht bauen. Aber dafür müsste ich erstmal die Insel einnehmen. So, jetzt habe ich genau 0. Ich brauche ja aber auf jeden Fall. Die Insel ist platztechnisch auch nicht verkehrt. Muss ich mir gleich mal. Zusatzware bringt vielleicht was, okay. Arbeitskleidung muss ich gleich schauen. Brauche ich Messing und Glas. So, ich kontrolliere noch mal ganz kurz durch. Auf Ihren Befehl. Ich habe hier Filz, 100 Sie haben rumliegen. Es in vollen Zügen genossen, stimmt's? Keine Ahnung, was du willst. Also deins. Und 100 Kaffee, check. Ich habe ich. Ich habe 50 Zigarren. Und 100 Schokolade. Passt auch. Sie sind beständig. Gebackene Bananen, 100. 55. Auf die alte Dame ist Verlass. Ich habe kein Messing. Warum habe ich kein Messing? Auf die Station! Kommen gerade mal 28 Tonnen von wo? Muss ich erstmal wieder alles ans Laufen kriegen, damit das überhaupt funktioniert. Das Wasser schäumt, Admiral. Ich hole mir es gerade rum. Die letzte Portion, was ich brauche. Stapel gelaufen. Alles bereit. Ah, genau den ich gebraucht habe. Tortillas. Ruder übernehmen. Das war das Schiff, auf das ich gewartet habe. Bereit zum Einsatz. Was haben wir gesagt? Gebackene Bananen voll machen. Zack. Ich habe zu wenig Eisen. Was mache ich dagegen? Nein, rum war es, sie gebraucht haben, nicht gebackene Bananen. Schlachtkreuzer bereit! Falsch geschaut. Bereit für den Einsatz. Und hier waren es. Steuermann! Bin ich blöd gerade komplett, oder? Ich suche Tortillas und was hole ich mir rein? Gebackene Bananen. Ich will rum einladen, was nehme ich? Gebackene Bananen. Kampfdeck bereit machen. Das Wasser schäumt, Admiral. Auf Ihren Befehl. Ich brauche mehr gebackene Bananen, stelle ich fest.
Es geht nach unten. Extrem. Route eingezeichnet. Kann auch daran liegen. Okay. So. Deswegen sind auch die Expeditionen alle aus, bis auf die eine hier. Weil drei. Ich, eher auf dem. Kann ich. So. Achtung, Admiral anwesend. Erwarten neue Horizonte. Gibt's nicht. Ich produziere gerade von allem genau ausreichend, aber nicht für dich. Okay. Alles bereit. Achso, deswegen. Schiff vom Stapel gelaufen. Wir schlingern ins Ungewisse. Ich kenne mich nicht so mit Menschen aus wie Sie. Endstation Olisop. Olispo. Da kann man auch je nachdem, wie es nennen will. Die Lichter Olipos schimmern durch das Gischt, während die Seeleute eilig das Schiff verteuen. Musik und Heiterkeit ergießen durch die engen Straßen. Das Aroma von warmem Brot und pikanten, fangfrischen Fisch weht herüber. Mit Spannung der aufgestauten Erwartungen strömen die Seeleute von Bord und die glänzenden neue gelbe Straßenbahn. Ein glückliches Lächeln breitet sich unter ihnen aus, als sie in die laute Nacht hineinschaukelt und fröhlichen Bewohnern begrüßt. Ein Gewirr aus weiteren Ärmeln wendet sich ihnen freundlich zu. Boa Notte, Freunde. Und wo hat sie die Flut angespült? Wir kommen aus Il Campille. Na komm, wir zeigen die Wahrheit. Dann haben wir wenigstens unsere Moral hochgehalten. Das Empire, hä? Sie haben Glück, dass sie heute einlaufen. Denn normalerweise sind wir sehr nachtragend zwischen unseren Völkern, liegt reichliche Geschichte, von der ein Großteil im Blut geschrieben steht. Aber reden wir nicht mehr davon. Heute wollen wir schmausen und genießen. Heute Abend schauen wir in die Zukunft. Sehen Sie, wie schnell sich die Welt verändert? Wer hätte vor einem Jahrzehnt hier mit einem Straßenbahn gerechnet? Ey, in den vergangenen Jahren haben wir Blut vergossen. Heute fließt der Wein. Und wir trinken auf die Hoffnung und den Fortschritt. Was sagen Sie, Rodois? Ein herzlicher Enthusiasmus scheint aufrichtig zu sein. Aber Sie fragen sich, wie tief die Wunden vergangener Tage tatsächlich sind. Dann möge der Streit unserer Alte mit ihnen sterben auf ihre Gesundheit. Der Krieg ist Angelegenheit der Könige, wir wollen nicht die Bauern in ihrem Spiel sein. Erst wenn Olipos für seine Verbrechen gerade steht, wird es Frieden geben. Ist das aufregend? Wir können direkt nicht. Wir wollen kein Krieger, die Bauern sein. Nee. Wir probieren zu schlichten. Ein strahlendes Lächeln erscheint auf seinem Gesicht. Ottimo, auf die eine bessere Welt und die bittersüße Hoffnung auf Frieden also. Mögen unsere Vorfahren keine düsteren Schatten auf uns werfen und den Frieden. Ihm scheint plötzlich ein Weg gekommen zu sein. Mein Name ist Alexio und Sie müssen heute Abend mit mir essen. Wir haben reichlich Essen vorbereitet, die feinsten Speisen und der frischeste Fisch in der ganzen Stadt.
bei meiner Ehre, sie werden doch sicher kommen. Ein solches Fest muss man teilen und sie sind mir herzlich willkommen. Schließlich eröffnet unsere Stadt ja nicht jeden Tag eine Straßenbahn. Auf zum Festmahl. Alexo führt eine erwartungsvolle Mannschaft durch die Straßen von Olispo und schlängelt sich dabei geschickt zwischen geschäftigen Menschenmengen hindurch. Fackeln glänzen auf zu den Azuleos und tauchen alles in ein hypnotisches Flackern, bei dem die Häuser und hohe Mauern in bunten Farben lebendig erscheint. Von überall ertönt fröhliches Geplauder, Gläser klingen aneinander und der Duft von Essen erfüllt die Abendluft. Eine niedrige Tür öffnet sich in eine lebhafte Taberne. Alexio, endlich, wir haben schon gefürchtet, dass uns der Port ausgeht. Wenn Sie sich jetzt dran halten, sind Sie zum Tee zurück. Noch bevor du kommst. Die fröhliche Feier dauert. Doch, verschwenden Sie nicht anderer Leuts Zeit. Die fröhliche Feier dauert bis tief in die Nacht hinein und als der Morgen hereinbricht, hat ihre Mannschaft neue Bünde mit freundlichen Trinkkumpanen und dem Versprechen einer leuchtenden Zukunft geschmiedet. Hey, manchmal ist die Wahrheit doch das Beste. Ja. So. Ein neuer Auftrag? Tortillas. Was nehme ich wieder? Statt Tortillas. Wieder gebackene Bananen? Ja, natürlich. Boah. So, dann haben wir dich hier. Auf die Station. Was habe ich nicht genommen? Rum? Was fehlt mir hier rum? Schlachtkreuzer bereit. Das ist das. Würde ich hier denn noch was anderes hinkriegen? Bringen Sie frohe Kunde? Ich wusste, Sie schaffen es. Warum soll ich das nicht schaffen? Mausempfindlichkeit muss ich unbedingt mal ein bisschen mehr einstellen hier. Wir nehmen es. Sie sind ein sehr vernünftiger Mensch. So, was kann ich denn jetzt noch? Was muss ich denn noch rausschmeißen? Lass die Hochradwerkhalle. Die lasse ich erstmal. Ach, ich kriege hier Kakao zusätzlich. Ein funkelndes Brillen könnte ich rüberpacken. Okay. Alles bereit. Brille könnte ich auch rüberpacken. Ich glaube, das mache ich auch. Die Menschen lassen sie hochleben. Route eingezeichnet. Fehlende Ausbaukosten, mir fehlt Stein. Ei. Hm.
Juhu, 60.000 Leute. Ja, ist doch was. Neue Befehle? So, ich brauche... Halt an. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Mein Dank im Namen der Königin. Sind unterwegs. Dran anhalten. Du hast mir ein Frachtschiff rübergeschickt. Mhm. Okay. Ich packe kannst, mal. Kannst du für deine Holzschiffe einsetzen? Muss ich schauen, wie es einpackt. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Du machst das schon. Ich warte gerade. Die Menschen lassen sie so hochleben. Gebackene Bananen habe ich durch, habe ich gesagt schon. Ei. Bin ich noch auf der Suche. Tortillas habe ich 200 hier. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Schoki und Zigarren habe ich hier. Kaffee und Filz habe ich hier. Gut, das heißt, mir fehlen nur noch 150 rum. Ei. So. Maschinen laufen an. Wachdienst eingerichtet. Indien fallen auch. Oh, da muss ich aber nachlegen. Achtung, Admiral anwesend. Bedeckfeld. So, einmal das weg. Ich schieb dir jetzt gleich mal ein Schiff rüber mit Eskorte. Neue Befehle? So. Ach, ich trolle. Ich find's witzig. Gerade eben war es zu wenig, jetzt habe ich wieder zu viele Leute. Ey. Sie tragen die Revolution im Herzen. Du vertreibst meine Sorgen. Ach, ich habe wieder Bier bekommen. Kann auch sein, dass ich eine Bierroute mit dem Kleinen mache. Mit dem Kleinen ist gut. Ja, ich habe ja eins und eins. So, ich habe. Ich muss schauen, wie ich gerade Bier brauche, von daher. Von der Menge her. Hier brauche ich Bier. Ein Schiff. Was für ein Groß. Ich brauche es auf Vieren. Und das Problem ist, ich brauche da eigentlich jede Menge davon. Neue Befehle? Mehr als bereit. Die Europa ist das Linienschiff mit der kompletten Eskorte außenrum. Also nur mal nicht wundern. Ich wundere mich über nichts mehr hier. So. Andere Regionen. Ui.
Wie wär's, wenn du mal bremst? Ach, jetzt ist er mitten im Weg. Bereit. Gut. Wir kämpfen, falls nötig. Kneipenkalamitäten. Schon wieder. Wie es rauf wollte, wollten wir es nicht anders. In jedem Hafen gibt es eine verrufene Taverne. Die Mannschaft geht strategisch. Hier war man erstarrt und die Gespräche verstummen und Neuankömmling. Wollen wir direkt kämpfen? Kampfkraft plus 15. Komm, diesmal kämpfen wir mal. Bedauerlicher Verlust. Wir haben unseren Feenlich mit Gefechtskunde Navigation leider Gottes verloren. Selbst überschätzt. Ist okay. Ich hab schon Schlimmeres gesehen. Ja, stimmt. Ich auch. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Dazu sind wir doch hier. Wir werden beobachtet. Ja, Bösen, er wächst nichts Gutes. Okay. Hast du das Arbeitspensum erhöht? Wer, ich? Bei was? Du hast einen Aufstand bei dir. Ja, nee, ich habe, weil denen gewisse Sachen fehlen, wie Nähmaschinen und sowas. Und Varieté? Ja, ja. Ich muss da gleich noch die Brocken rüber schippern. Fleischkonserven, ja, ja. Ja, ja. In die Takelage! So, also diese Sachen sind unterwegs. So, was mache ich? Aber ich brauche wirklich das Bier. Wie viel hast du? Bier müsste voll sein. Frage ist, wie viel produzierst du nach? Neue Befehle? Stell ein, wie viel ich maximal nehmen darf. Ich mache eine Bierroute mit dem auf. Dann tue ich das Bier auch auf der anderen Linie rausnehmen. Mir fällt gerade minus ein. Das ist nicht schlimm, aber ich habe schon eingestellt. Eine Menge. Ja, ist okay. Wie viel kann ich maximal nehmen? Kann ich 300 nehmen am Bier? Ja, ja. Ja, dann mache ich eine Route auf mit dem Schiff. Und es ist nur dafür dann zuständig. Die Frage ist, welcher Hafen? Ah. Ja, macht am meisten Sinn, dass ich von der Hauptinsel mitnehme. So, dann wechseln wir in die neue Welt. Wir fahren als erstes hier hin. Entladen wir das. Na, na, na. Wir fahren. Andersrum. Wir fahren erst die Route hier hin. Entladen das hier. Dann fahren wir hier runter. Das und das. Fahren hier hin. Entladen das hier. Und hier nehmen wir den Rest alles nochmal raus.
Nein, falsch. Phonographen brauchen Messing. Gute, das will ich doch über Messing darüber bringen. Der Bierversorger. NW. Handel alte neue Welt. Annehmen. Die Straßen sind wieder sicher. Ey, ich hab da die Brillenfabrik auch darüber gemacht. Wo sind meine Brillen? Ah, da. Ah. War es gerade auch ebenfalls in dem Menü für die Handelsrouten? Ja, ja. Hat mir angezeigt, dass du auch da bist. So, was war es jetzt wieder? Auch Bananen, gell? So, Schokolade bräuchte ich. Wie sieht's aus? Bananen habe ich noch genug. Auch mehr Messing. Mehr Glas eigentlich, aber. Ich tue ich mal kurz umarbeiten. Uh-huh. Weil viel mehr kriege ich auf die Insel jetzt nicht mehr drauf hier. Nein. Das war erstmal das. Aber lasse ich die Glühbirnen nicht schon längst woanders produzieren? Welcher Insel war denn das? Ich glaube hier hinten, ne? Nö. Wo hab ich denn die Glühbirnen? Hier auch nicht? Ach, hier. Keine Felder, keine Arbeit. Die Menschen lassen sie hochleben. Mhm. Eins nach drüben. Ja, ich sorge schon für den Abschub. Keine Panik. Nicht.
Eins, zwei, drei. Moment. Das kann ich ja nicht machen. Anders hantieren. So. Ich wusste, dass diese Crew sie nicht hängen lässt. Hin. Ein bisschen anpassen. Ja, ich lasse sie gerade hängen, die Crew. Von daher. Mr. Garrick kann ja gar nicht einsetzen. Mal schauen, ob ich 128 hier jetzt hinkrieg. Stimmt. Nein. Vorher wollte er nicht. Fehlen noch 18. Ich glaube, das wird nichts. Fehlen noch 5. Fehlen mir denn jetzt die Handwerker auf alle eine Insel? Fehlen mir doch die Handwerker jetzt. Ich kann. Hier haben wir alles hier. Hier haben sie alles. Was ist hier? Haben sie auch alles. Die Handwerker. Ach, hier fehlen Fenster. Und Messing. Kommt da nichts mehr an? So, ich verschiebe mal alles, was ich hier drauf habe. Kohle und Kuh ist so richtig. Was brauche ich da ab? Was hole ich da ab? 5. Ja. Ich versetze den nochmal hier runter. Vielleicht liegt das deswegen nicht. Ach, die darf ich da gar nicht versetzen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ich lade da mal die Schokolade und den Rum aus, ne? Moment, schau dir mal die ganzen anderen Sachen auch noch an. Ja, ich sag da nur, ich lade das gerade aus. Wollte dich nur vorwarnen auf das andere Zeug, was noch dabei ist.
Nicht, dass du nur die Schokolade rumnimmst. Nein, ich habe alle Schiffe durchgeguckt. Das ist die komplette Lieferung, was du gesagt hast. Ja, ja. Kann ich dir wieder zurückschicken, das ganze Kommando? Ja, ich warte drauf. So, kriegen wir das jetzt hin? Alle leer. Gott sei Dank. Stell dir mal vor, die werden noch voll. Ich mach hier noch rein. Es ist ausgetüftelt, wie viel hier raufpassen. Jetzt sag nicht, ich habe jetzt zwei zu viel. Wovon? Ich habe zwei Plätze übersehen gehabt, die ich vorher gehabt habe. Jetzt habe ich hier zwei Quadrate zu viel. Oder ein Quadrat zu viel. So, ich habe ein bisschen umgebaut hier an der einen Stelle. Eine Bananenplantage mehr rein. Apropos, da fällt mir ein, hier müsste hier ein Schiff liegen. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Du kommst wieder hierher zurück. Segel setzen. Dann... Wir haben hier ein Riesenproblem. Ist nicht meine Schulter. Schon wieder leben. Ja, aber wo, auf welcher Insel fehlen? Ich sehe nicht, wo mir die Handwerker fehlen. Oh, hier ist zu wenig Wurst. Null. Und null Schweine, super. Ich sag's dir. Mit ja, wenn das Fischöl ausgeht, hat alles nichts. Nee. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Ich habe keine Bananen. Moment. Verfügbar fast 500 Bananen. Verkauf fast 200. Was willst du? Wenn wir die Spitze erreichen, wird die Welt folgen. Ich wüsste ihre Hilfe sehr zu schätzen. Keine Zeit für. Ich eigentlich auch nicht, aber...
Ja, ich weiß. Nein. Dass du nicht schlafen könnt. Expedition machen wir gleich. Finden Sie das verlorene Kind? Riecht es für dich auch nach Gas? Je mehr, desto besser. Aufgabe erledigt, wie es aussieht. Sie sind schneller als der alte Jornalero. So, allerdings, Leute, euch noch einen schönen Tag da draußen. Zeit ist schon wieder um. Also, bis morgen. Ciao. Ciao.